Nicht schlapp machen, meine Leute. Es geht hier weiter mit Sonnys Fußballtour. Und da haben wir schon die Hälfte hinter uns, ungefähr die Hälfte. Ja, kann man sagen. Also, wir haben es bald hinter uns. Und die Gegner werden sicher nicht leichter, ne? Naja, schauen wir einfach mal oben weiter. Brauchen wir keine Bedingungen. Und dann kann es gleich losgehen. Also, gegen wen spielen wir denn? Ich glaube, ich habe da nur minimal was geändert an den Teams. Weil, wie sagt man so schön? Never change a winning team. Ne? Aber ich habe irgendwie gewechselt, weil das wäre mir auch irgendwie zu langweilig, ne? Ja. Wenn man immer die gleichen Gegner... Ja, wenn man immer die gleichen Gegner hat und wenn man immer die gleichen Spieler hat. Ist nach der Zeit irgendwie langweilig. Naja, aber was habe ich denn alles herumgestellt? Ja, eigentlich eh nur Sharp. Eigentlich nur Sharp, oder? Hat sich da was geändert? Nee. Voll die Veränderung. Sharp ist drinnen im Sturm jetzt. Naja, aber den Gegner haben wir, glaube ich, auch schon im letzten Part angesehen. Ja, die sind vom Level her... 70, oh mein Gott, das wird was. Aber das gewinnen wir. Timer starten, nicht vergessen. Jetzt habe ich ungefähr 2 Minuten nicht aufgenommen mit dem Timer. Naja, da nehme ich eigentlich nichts auf. Was tut ein Timer? Die Zeit aufnehmen. Aber vom Gambling Otaku nichts aufgenommen. Ja, wisst ihr das nicht? Das spiele ich eigentlich nicht gerade. Ich stehle alles vom Gambling Otaku. Wisst ihr das nicht? So macht man das beim Let's Playen. Alles voll verlogen in dieser Szene ist das. Naja, eine komische Story. Jetzt beginnt das. Das kann man gar nicht unterbrechen und sowas. Das ist doof. Mann ey. Oh, hoffentlich nicht zu Aphrodite. Okay, komm schon. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Das schaut ja schon mal gut aus. Ich glaube, wir kriegen gerade ein Tor. Wir kriegen jetzt ein Tor. Besonders, wenn er darüber passt. Na, probierst du es selber? Ja, ein Egoist. Waren die Brüder da ja auch im Anime voll die Egoisten. Deswegen haben sie dann verloren. Was setzt denn ein? Naja, einfach mal das. Vielleicht... Okay, dann schießt er normal. Das haben wir noch hinter uns gebracht. Yay, wenn ich den jetzt nicht fange, weiß ich selber nicht weiter. Das wäre ja doof. Obwohl, das war jetzt nicht so schön. Komm schon. Ach man, na, verzogen, bla bla bla. Ich hätte, glaube ich, eine andere Technik einsetzen sollen. Wo man den Ball fängt und nicht weghaut. Komm schon, nach vorne. Nimm mir den Ball ab. Du schaffst das. Jawohl. Gut gemacht. Na, nicht nach hinten. So. So, jetzt können wir ein bisschen ausrasten, so gesehen. Und macht dann so einen Fehler. Komm schon. Ich muss mich jetzt voll auf das Spiel konzentrieren. Aber jetzt haben wir eine gute Möglichkeit. Also den S... Natürlich, bei uns ist gleich faul und bei denen... Na, kannst 10.000 Mal am Tag machen, mir egal. Das finde ich sowieso in Inazuma Eleven so. Warum gibt's einen Schiri? Für was Fouls? Das ist ja alles, die ganzen Techniken, das sind eigentlich Fouls. Was entscheidet da? Glück, ob man da jetzt durchkommt oder nicht? Das finde ich irgendwie immer so doof. Und jetzt wieder ein Fehlpass, das geht nicht gut aus. Aber wir haben noch kein Tor bekommen, also halb so schlimm. Naja, eigentlich wollte ich ja zielen. Hoffentlich nimmst du den Ball ab. Jawoll! Komm schon, Sharp. Yay. Jetzt beweist du wieder mal, dass du einer meiner Lieblingscharaktere bist. Naja, das ist eigentlich eh nie mein Kriterium, wie gut ein Spieler ist, wie gut ein Pokémon ist. Das ist eigentlich kein Kriterium, ob es jetzt mein Lieblingsspieler ist oder nicht. Aber es hat sicher auch irgendwie einen positiven Effekt. Endlosmauer. Schade. Was? Mein Schuss ging daneben? Ja, so sieht's aus. Nein, ich hab doch nicht... So, eigentlich wollte ich jetzt ansprechen. Na, da gehen die Punkte jetzt aus. Das wollte ich ansprechen. Komm schon, Axel, du musst nach vorne, weil Sharp hat keine Punkte mehr.
Das ist doof. Obwohl, ne? Nee. Aber der hat keine Punkte mehr, der Torwart. Das sehe ich jetzt gerne. Wahrscheinlich kann er noch die eine oder andere Tacke einsetzen, aber die ist dann nicht mehr so stark wie die Endlosmauer. Das sehe ich doch gerne. Puh, wir haben das 1:0 geschafft. Naja, aber jetzt zum Thema zurück, was ich noch nicht angesprochen habe. Naja, eine komische Story, wie ich darauf kam, dass heute vielleicht ein Feiertag ist, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Weihnachten ist normalerweise immer frei, am 24. Das weiß ich. Und dann gibt's irgendwie im Jahr so vereinzelte Tage, wo es mal frei ist. Und davon habe ich null Ahnung. Jetzt rennst voll daneben, aber Aphrodite passt einfach weg. Das gefällt mir, weil der ist völlig überlevelt. Und der darf den Ball nicht bekommen. Ja, ich gehe halt raus, weil ich aufs Klo musste. Und meistens, vielleicht pfeift der Schiri ein bisschen früher ab. Komm schon, vielleicht. Jetzt sind 30 Minuten. Okay, der schießt jetzt nochmal. Das ist mir jetzt völlig egal. Komm schon. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Na, ich gehe halt raus, hol mir immer die Zeitung, wenn ich aufs Klo gehe, weil das ist eigentlich die Zeit, wo ich Zeitung lese. In welcher, nicht wo. Grammatikalisch richtig sein. Oder sagt man die Zeit, wo ich das gemacht habe? Nein. Ich glaube, das ist so im Dialekt, wo man das sagt. Ist das jetzt richtig, wo man es sagt? Der Dialekt, in dem man das sagt. Egal, das ist egal. Naja. Nur gab es heute irgendwie keine Zeitung. Entweder meine Eltern haben das irgendwo verräumt oder es gibt keine Zeitung. Und wann gibt es keine Zeitung, wenn es einen Feiertag gibt? Und deswegen glaube ich, heute ist eventuell ein Feiertag. Vielleicht. Heute ist der 14.05. Nur mal so zur Info. Ich glaube, heute ist ja auch irgendwie so Vatertag. Ist auch irgendwie so doof immer. Muttertag, Vatertag. Ich halte davon eigentlich nichts. Wenn ich was für meine Mutter machen möchte, ich habe übrigens nichts gemacht, dann muss ich nicht extra abwarten, bis dieser Muttertag endlich mal auftaucht oder Vatertag. Das kann ich an jedem anderen Tag machen. Da brauche ich nicht abwarten auf, bis mal irgendein Tag erscheint oder sowas. Eigentlich wollte ich das aufwechseln. Ich habe aber Glück, dass die nichts einsetzen. Oder können die nichts einsetzen? Naja, mir kann es recht sein. Ja, das wollte ich eigentlich ansprechen. Und wo wir wieder bei so Feiertagen sind, habe ich ja vorher gesagt, ich halte eigentlich nicht so viel davon, von so Feiertagen. Auch von so, sagen wir mal, so religiösen Feiertagen. So Ostern, so eher Weihnachten und alles drum und dran. Das ist mir überhaupt nicht wichtig. Jetzt setze ich das auch mal ein. Habe ich gesagt. So, aber du kannst wahrscheinlich eh nichts mehr einsetzen. Nee, der könnte vielleicht reingehen. Warum faust ich schon wieder? Das gewöhne ich mich so an wegen Go 2. Aber, oh, gut, gut, gut. Du hast den Ball gehalten. Und jetzt nach... Nein. Du, nee. Okay, jetzt kriegen wir das Tor. Warum immer so in die Nähe vom Torhüter... zu welchen Spielern hinpassen, den Ball. Das ist immer so doof. Was ist jetzt? Achso, schießt einfach jetzt. Was macht der Torwart? Was war das gerade? Torwart rennt einfach mal weg vom Tor. Und der Stürmer hat freie Sicht aufs Tor und schießt einfach daneben. Ah, daneben. So, jetzt wechsle ich dich mal aus, weil... Obwohl, kann man auswechseln. Ja, so, Marc, geh rein. Geh rein. Ich möchte das gewinnen, ne? S-Rang ist mir nicht wichtig, aber ich möchte es gewinnen. Natürlich wieder dieses blöde Aber. Das regt mich schon so auf. Trippelabwehr. Okay, okay. Der könnte trotzdem reingehen. So überlevelt wie der ist. Ah, naja, aber sehen wir das? Ich glaube, das sehen wir jetzt zum ersten Mal in dem Let's Play. Mal schauen. Kommt schon. Gemeinsam halten wir den Ball doch. Wer doch gelacht. Och nie. Och nee, das war doof. Nee.
Okay, okay, ich muss mich jetzt mehr anstrengen, das nächste Tor zu schießen. Ich muss mal nach vorne kommen, weil der Torhüter hat, glaube ich, eh keine Punkte mehr übrig. Das regt so auf, dass ich immer so welche habe. Hoppla, hoppla. Oh, jetzt, schade. Jetzt kannst du nicht nach vorne laufen. Oh, bist du jetzt traurig oder sowas? No, das wollte ich nicht. Eigentlich schon, weil ich möchte nicht verlieren, denkt sich das Spiel. Und jetzt passt du einfach so nach vorne. Oh, das regt auf. Komm schon, komm schon. Hopp, 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 hopp. Wir müssen da Tore schießen. Tore schießen. Ja, 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 Axel, hol dir den Ball ab. So. Jetzt kommt so ein Mist schon wieder. Ach Mann, ich möchte noch ein Tor schießen. Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn es 1-1 steht. Natürlich habe ich wieder überhaupt keine Zeit, um zu reagieren und nach vorne zu passen. Aber wir haben ein Glück, dass der nichts einsetzt. Okay, okay, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, ein Tor zu schießen. Wer doch gelacht. Hihihihi. Und schon wieder so ein blödes Aber. Das regt auf. Aber auf Judys Verlass. Jetzt hat er keine Punkte mehr übrig, aber jetzt faul? Doch nicht. Das wäre noch. Jetzt. So schnell kann man doch nicht reagieren. Ah, Mann, ey. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich wollte voll viele Themen ansprechen, aber ich muss mich aufs Spiel konzentrieren. Und da geht das Thema besprechen nicht. Ach, mal schauen. Mich würde es nicht wundern, wenn es heißt, du hast jetzt verloren, obwohl eigentlich nur unentschieden. Ich kann da eigentlich auch nichts machen, wenn dauernd so ein Hoppla-Hoppla ist. Oh, jetzt habe ich einen Ball verloren, weil das Spiel möchte das nicht. Respekt. Beim nächsten Mal gewinnen wir. Das heißt... Was heißt das jetzt? Gut gemacht. Oh. Heißt das, wir dürfen weiter in der Tour oder müssen wir gewinnen? Och Mann. Wenigstens gilt es nicht als verloren. Das ist auch mal gut. Aber ich gehe kurz auffrischen. Obwohl, ich würde sagen, ich hole jetzt das Spiel gleich nach. Oder? Ja, ich hole es nach. So, dann auch. Ich hol's lieber dann nach ein paar auf. Na, ich... Was habe ich gesagt? Ich hole es nach halt. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Weil auf das habe ich jetzt keine Lust. Ach man, das nervt wieder voll. Ich habe verloren. Aber das ist so extrem nervig. Warum so viele Hopplers auf einmal? Also so... Jetzt geht's einfach durch ohne einen Zweikampf und sowas. Wer seid denn ihr? Wer seid denn ihr? Achso, Ersatzteam 3. Ersatzteam 3. Oh mein Gott, wie viele Ersatzteams tauchen hier noch auf? Aha, und eine neue Aufstellung habe ich jetzt mal. Mit 5 Stürmern und so. Wie schauen denn die alle aus? Sind das noch Kinder oder was? Ein paar schauen erwachsen aus. Du zum Beispiel. Lieb Kabarett, dort trifft man ihn oft auf den vorderen Plätzen. Naja. Und du? Naja, aber die sind vom Level her doch niedriger. Vielleicht gehe ich zuerst mal den unteren Strang und dann den oberen. Ach man. Naja. Aber weiter geht's. Was ich ja eigentlich vorher ansprechen wollte, war mit den ganzen Feiertagen. Das wäre eigentlich das Einzige, wo ich mich zwingen muss für die Volksschule, also für die Grundschule, wenn ich da das Lehramt mache. Da muss man das ja natürlich schon machen. Ja, müssen. Man muss es nicht, aber das ist doch irgendwie vorgesehen, dass man zu Weihnachten mit den Kindern irgendwas macht, zu Ostern und was dann noch alles gibt. Da wäre es doch irgendwie gescheit, weil man da schon wieder dieses blöde Aber. Ich habe keine Chance, nur irgendwie vors Tor zu kommen, weil immer irgendwie ein Pass so abgefangen wird. Was sowas von die auf die Eier geht. Versteht ihr Eier und Ostern? Naja,
aber ja, das ist jetzt auch nicht das Problem, wenn ich überhaupt aufgenommen werde. Das wissen wir auch nicht, ne? Naja, aber ja, einfach mal mit dem göttlichen Pfeil, komm schon, Erin, du schaffst das doch. Naja. Und ein anderes Thema, was... Jetzt habe ich das schon angesprochen. Vorher habe ich einen ganzen Match gebraucht, um irgendwas anzusprechen, und jetzt das. Ja. Naja. Aber vorher habe ich eben keine Zeitung gefunden fürs Klo gehen, was natürlich eine Katastrophe ist. Aber es ist keine Katastrophe, weil da das Welt der Wunder Magazin Dingsbums noch drinnen war. Und das habe ich dann gelesen. Auch eine kleine Story zu Welt der Wunder. Ich habe früher überhaupt nichts gelesen. Ich war da so ein richtiger Faulpelz. Ich kam nie wirklich so ins Lesen rein. Bis dann meine Mutter mir eben mal diese Welt der Wunder Magazine mal da gekauft hat und geholt hat. Ich weiß nicht, wann das war. Aber dann habe ich mir wenigstens die Artikel durchgelesen. Natürlich ist das alles kein Roman gewesen und sowas. Aber ich kam wenigstens mal zum Lesen und das habe ich dann immer wieder gelesen und alles drum und dran. Heute habe ich jetzt auch ziemlich viele Magazine von denen. Auch wenn... Ist auch irgendwie merkwürdig. Warum hast du so ein Bart? Bist du noch ein Kind? Das verzweifle ich aber. Ja, aber das kann ich jetzt auch ansprechen mit Welt der Wunder. Da klingen doch einige Artikel irgendwie so unnötig dramatisch. Irgendwie so ein Drama wird da immer so geschrieben und deswegen... finde ich das dann auch nicht mehr so glaubwürdig. Natürlich stimmt nicht alles zu 100%, auch wenn ich doch glaube, dass da in Welt der Wunder, dass da doch einiges steht, das auch stimmt. Also das ist nicht irgendwie so ein Klatschmagazin, was nur zur Unterhaltung dient. Da glaube ich schon, dass da einiges stimmt und dass die da wirklich eine akzeptable Arbeit leisten. Mit der Recherche und sowas. Natürlich wieder aber. Komm schon, Bobby, das lässt dir nicht gefallen, ne? Yay. Naja, aber ja, es hat mich dann zum Lesen gebracht und kurz darauf später, ich glaube, das war's, aber ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Komm schon, Bobby, jetzt noch einmal, oder? Ja, Bobby, unser Verteidiger da hinten. Ja, ja, ja. Und jetzt bitte mal einen gescheiten Pass nach vorne. Wäre voll Ernte und gut. Voll Ernte und gut wäre das. Ah, das war ja eine heiße Phase von denen. Naja, aber jetzt kommt schon, Leute. Weg von ihnen. Ich muss mir angewöhnen, früher zu passen. Weil irgendwie, wenn ich zu nahe bin und dann abpasse, dann kommt immer dieser Mist mit aber, jetzt, Und was war da faul? Ah, dieser Schiri nervt. So, was ich meistens sehe, was die Spastis da machen, ist zum Torhüter hinten nach hinten zu passen. Das fange ich jetzt ab. Ja, 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 so macht man das. Den Spieler wollte ich sagen, aber das Spiel gelesen wie ein Buch. Ha, versteht ihr? Buch. Naja. Wieder zurück zum Thema. In irgendeinem Artikel ging es dann einmal um Körpersprache. Ich glaube, das war in der gleichen Zeit. Es ging um die Körpersprache und da wurde auch irgendwie so ein Buch vorgestellt von irgendjemandem und der, eigentlich ging es um diesen Typ wieder, irgend so ein FBI-Agenten oder sowas, der halt da spezialisiert drin ist und hat halt ein Buch geschrieben darüber. Und ja, das war, glaube ich, einer der ersten Magazine, weil ich kann mich noch erinnern, da habe ich mir dann das Buch auch geholt, weil ich interessiere mich für die Körpersprache. Und ja, das habe ich dann auch gelesen, mein erstes Buch so gesehen. Ich glaube, erstes Buch, naja, die Kinderbücher zählen jetzt einmal nicht. Und in der Schule habe ich die Bücher eigentlich auch nie gelesen. Immer nur so im Internet geschaut. Gibt es da irgendwo eine so Zusammenfassung? Juhu, jetzt muss ich es nicht lesen, weil es war meistens immer so langweilig, die Bücher aus der Schule. Und ist wieder ein Foul, weil da war klar und deutlich im Körperkontakt zu sehen. Ja, ja, ja.
oder Sand ging ins Auge und das ist voll verboten. Ja, das ist verboten, aber die anderen Sachen, was es da zu geben tut, die sind alle höchst ansehnlich und sind auch erwünscht. Naja, aber ich kann mich erinnern, dass ich zu der Zeit dann auch meine ersten Mangas bestellt habe und gekauft. Das war Detektiv Conan, Dragon Ball. Ja, die zwei. Ich glaube zuerst Dragon Ball aus dem Geschäft. Also einem Geschäft halt. Ich sage natürlich nicht wo. Aber hatte halt Dragon Ball und da haben wir das vorbestellt. Na, vorbestellt. Haben wir halt von dem Geschäft da bestellt und dann habe ich dann alle auf einmal gehabt, alle Bände. Und das habe ich gelesen und dann irgendwann kurz darauf habe ich dann auf Amazon meine ersten Bände gekauft, nämlich die Detektiv Conan. Ja, und so kam ich dann eigentlich immer mehr zum Lesen. Und heute habe ich jetzt zwar nicht so viele Bücher gelesen, aber ich habe schon einiges gelesen, was jetzt zum Beispiel Mangas betrifft. Natürlich ist das nicht so, oh, du hast aber schon viel gelesen in deinem Leben, weil Mangas, ja, das ist jetzt auch, das, ja, Bilderbuch ist auch wieder nicht so, es ist was zwischendrin, aber trotzdem, wenigstens lese ich was. Das ist ja auch mal was. Naja. Aber eigentlich wollte ich auch noch über ein Thema reden, das ich heute eben in Welt der Wunder gelesen habe. Und ich sollte mal Erinder irgendwie auswechseln. Weil auffrischen geht nicht. Nee. Oder ich gehe mal über rechts. Und du passt dann nach links. Ja, vielleicht. Ja, das habe ich eh vorgehabt. Los zu Kevin und der schießt jetzt mal mit einer Technik rein. Dragon Ball! Ha, wir haben vorher von Dragon Ball geredet. Oder Dragon Ball heißt's. Ja, nicht Ball, sondern Ball ist was ganz anderes als Dragon Ball, ne? Naja, ich sag das auch immer so oft, dieses Naja. Hurra! Hurra! Aber 3-0, das kann sich ja sehen lassen. Haben wir die Chance auf das 5-0? Vielleicht. Vielleicht. Ich strebe das jetzt gar nicht an, weil ich mache sowieso wieder aus Queen irgendwas und muss das nachholen. Obwohl die S-Ränge, die strebe ich auch nicht wirklich an jetzt. Man kann auch weiter ohne diese S-Ränge. Es sei denn, es kommt dann irgendwie, du kannst erst gegen die Mannschaft antreten, wenn du überall einen S-Rang erreicht hast. Das wäre irgendwie doof. Aber wenn das wirklich auftaucht, es kommt drauf an, wann das auftaucht, dann würde ich das Projekt beenden, weil das dauert, bis ich das mal nachgeholt habe. Besonders die ganzen Elementarmannschaften da, das dauert. Das dauert, bis ich das mal geschafft habe. Deswegen. Aber ich hoffe mal, dass, wenn das mal auftaucht, dann bitte nur bei einer Mannschaft. Nicht, dass jetzt dann irgendwie im nächsten Part da schon auftaucht, obwohl der nächste Part ist eigentlich der vorletzte Part. Ja, müsste es sein. Ja, naja, hoffen wir, dass das nicht der Fall sein wird. Und ich gehe jetzt auch wieder kurz heilen. Yay! So, dann ist das letzte Mannschaft hier, das letzte Mannschaft. Zwar habe ich da den oberen Strang, da den Typ ist da nicht besiegt. Nö. Nur aus Feuerspielern. Das hätte ich mir vorher anschauen sollen. Jetzt kann ich den oberen Strang nicht fortführen, weil das ist ja das Gleiche. Oh, schon wieder ein Cut. Ha. Das war ein Krampf. Ach man, ich hatte glaube ich 12 Spieler, Feuerspieler. Und habe mir da gedacht, drahtlos. Da kannst du auch ohne Ersatzspieler oder so spielen. Nee, weil ich da schon alles ausgefüllt habe, kann ich irgendwie die Plätze nicht freilegen von den Ersatzbänken. Und deswegen musste ich jetzt irgendwie so vier Feuerviecher anwerben. Extra wegen dem. Oh, aber jetzt haben wir es. So. Ah, deswegen bin ich eigentlich auch froh, wenn ich in Zukunft die Touren als Bonus bringe. Dann habe ich genügend Zeit, mich um die Spieler zu kümmern, anwerben, trainieren,
bevor ich dann mit den Touren loslege. Meistens werde ich dann höchstwahrscheinlich wieder überlevelt sein, aber das ist mir lieber als dauernd zu verlieren und dauernd irgendwie welche Spieler anwerben zu müssen, um irgendwie gegen eine Mannschaft anzutreten, weil das nervt extrem. Das kann ich euch sagen. So, wer ist denn hier? Natürlich dieser blöde Poseidon. Und Achilles, natürlich. Der hat uns ja vor zwei Parts irgendwie die Sache hier vermasselt und so. Und wenn ich so auf meinen Timer klotz, so 26 Minuten, das geht irgendwie schon relativ schnell. Das würde ich jetzt auch schon behaupten. Auch wenn die eigentliche Aufnahme schon über 55 Minuten ist, wegen den ganzen Anwerben jetzt. Aber, es beginnt wieder diese Scheiße mit aber. Sowas brauche ich jetzt nicht, wenn ich jetzt schon ein bisschen gereizt bin, weil ich die Spieler anwerben musste. Ja, das klingt jetzt auch wieder so negativ. Ich habe ja im Prinzip nichts gegen die Touren. Solange ich jetzt nicht wirklich eine Klatsche bekomme. Und das habe ich bisher jetzt noch nicht. Es wurde eigentlich immer spannend, falls ich weiß das Wort jetzt nicht. Es wurde spannend, als ich verloren habe. So schwer ist das nicht. Deswegen, aber es nervt halt. Sowas. Den brauchen wir gar nicht zu Techniken. Der geht so rein. Oder der hat jetzt auf einmal voll die Technik, dass er teleportieren kann. Nee, hat er nicht. Wenigstens geht's mit diesem Trick voran. Weil mein Ziel ist ja zu gewinnen. Der andere Rest da mit den S-Touren und S-Rängen ist mir mal schnurzegal. Das schreibe ich sowieso jetzt nicht an. Ich mach's, wenn ich Zeit habe, wenn ich trainieren muss, dann mache ich die vorherigen Spiele, weil da kriegt man einfach am meisten Erfahrungspunkte. Aber ja. Was mir jetzt auch gerade auffällt, wir kriegen da immer ein Doppel durch den Feuertyp. Eigentlich müssten wir da eigentlich klar im Vorteil sein. Ja, jetzt. Jetzt, aber normalerweise, ne? Ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie die Levels sind von denen. Naja, ne, ich habe nach hinten gepasst. Da der Bildschirm ist auch so winzig, dass ich da irgendwie immer was weiß. Ich habe keinen Überblick, wo ich hinpassen soll. Er zockt da wieder Ausreden und so. So, ein bisschen Rage musste auch sein. Musste mich irgendwie abreagieren. Das habe ich jetzt auch gemacht. Erdkicker, Das verliere ich sowieso, wenn er jetzt was einsetzt. Oder sowas. 5 zu 112 oder sowas war's. Gar nicht übertrieben. Aber Ironside, ich habe dir extra diesen Tintenball da gegeben, dass du irgendetwas verteidigen kannst. Der hatte keine Techniken. Und jetzt habe ich ein 3DS, das da rundum das Gehülse berührt und nicht den Touchscreen, weil das so winzig ist. Ich muss auch sagen, dass ich hier immer beim 3DS diesen Trick da verwende, dass das nicht so hoch skaliert wird, also so ein DS-Spiel, sondern auf die Originalgröße, dass das so bleibt, also mit Start-Select, bevor das Spiel beginnt. Komm schon, was kannst du denn alles? Ja, Total-Power-Shield, das müsste gehen. Auch wenn es ein bisschen ausschaut, aber der müsste reingehen. Naja, reingehen nicht ins Tor, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt geht's sicher wieder zum Gegner. Gar nicht. Aber das Aber ist wieder da. Aber, oh. Jetzt komme ich wieder nicht von hinten raus. Wegen Aber. Und du verlierst jetzt alles. Und ich krieg jetzt ein Tor. Das Spiel nicht, aber ich selber. Ich musste jetzt aufpassen. Kraftschild. Ne? Gut. Wir setzen noch keine Techniken ein und sowas. Jetzt habe ich auf meinen Timer geschaut und da steht jetzt 29 Minuten und jetzt hätte ich gedacht, im Spiel sind es jetzt schon 29 Minuten. Also eine Halbzeit, also die erste Halbzeit ist fast vorbei. Das hätte ich mir jetzt gedacht. Na, du könntest das gewinnen, aber natürlich nicht. Warum auch? Ach Mann, da seht ihr das. Ich komme gar nicht raus von hinten. Ich kann machen, was ich will. Wenn ich mal
Ball habe, dann geht's wieder verloren, weil aber, das ist so ein Mist und jetzt hast du keine Techniken mehr übrig. Das geht sowieso rein. Ah, ich muss jetzt das 2:1 dann irgendwann schaffen. Und das ist auch so blöd, so ein Tor bekommen vor der Halbzeit, weil dann kriegen die anderen den Anstoß. Also in der zweiten Halbzeit. Und da hilft mir jetzt der Anstoß nichts. Es sei denn, ich mache das jetzt voll schnell. Ach man, wieder alles nach hinten losgehen. Naja, eigentlich ist es eh nicht so schlimm. So, jetzt setze ich das ein. Jetzt setze ich die heiße Phase ein. Ha, versteht ihr halt. Ja. So, jetzt setze ich die heiße Phase ein. Versteht die heiße Phase, weil wir sind Feuertypis. Hehehehe. So, jetzt nach vorne. Schwattelt nach vorne, meine Kinder. Nee, das Spiel denkt sich, was hast du jetzt vor, ein Tor zu schießen, noch vor der Halbzeit? Oh, das kann ich aber nicht erlauben. Oh, jetzt gewinnst du sogar ein Zweikampf. Aber das bringt dir nichts, weil die Zeit schon vorbei ist. Warum habe ich überhaupt das eingesetzt? Das ist ja eh nur so Punkte vergeuden. Ach man, ich habe auch keine Torhüter, oder? Naja, du kannst eigentlich eh nichts mehr machen. Mit deinen niedrigen Punkten. Hat hier irgendwer... Nee, ihr seid zu niedrig von den Leveln hier. Kannst du irgendwer... Nee. Du kannst keine Torhütertechnik. Kann irgendjemand von euch eine Torhütertechnik? Du hast noch nicht alle... Okay. Verteidigung. Ist das Verteidigung? Nee, Torhüter. Da steht da. Torhüter. Nix. nix und wieder nix. Du bist der Einzige. Ich kann's probieren. Obwohl, nee, lieber nicht. Oder wäre es vom Level... Nee. Dann gehen alle Bälle einfach so durch. Da seht ihr. Jetzt haben die den Vorteil mit dem Dingsbums. Mit dem Dingsbums. Anstoß. Und Anstoß ist sehr, sehr wichtig. Oh, gut. Trennen Sie los nach vorne. Oh, die sind langsam. Na, jetzt passe ich zu weit. Komm schon, Axel, schieß ins Tor. Ich glaube an dich. Und ihr glaubt auch an ihn, oder? Naja, ich kann jetzt das Thema ansprechen, was ich eigentlich ansprechen wollte. Eben, es ging um so Staatsgeheimnis und sowas. Ja, das finde ich auch bei Welt der Wunder irgendwie so komisch. Das schreiben da immer im Titel, deswegen wirkt das auch nicht so glaubwürdig. Immer so streng geheim, was die Welt noch nicht wusste. Da frage ich mich immer, warum wissen die Typis von Welt der Wunder das dann? Wenn das so streng geheim ist. Und es ging jetzt im Artikel um Geheimdienste. Die werden wohl wahrscheinlich nicht zu den Geheimdiensten gegangen sein und haben gefragt, oh, habt ihr da was für uns? Und die, ja, natürlich, ihr seid ja Welt der Wunder. Wir, voll die strengen Staatsgeheimnissen werden wir euch jetzt verraten. So wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber es ging eigentlich im Artikel eher, was geschehen ist und was schon ziemlich lange vorbei ist. Also schon so 50 Jahre oder sowas. Und da sickert dann doch irgendwas durch und dann haben sie nachrecherchiert und da kann man schon verstehen, ja, das könnte auch der Fall gewesen sein. Und ja, was ich so blöd finde, warum gibt es überhaupt so Staatsgeheimnisse oder irgendwelche Geheimnisse, die nicht an die Öffentlichkeit dürfen, weil das irgendwie die Staatssicherheit irgendwie so gefährdet. Da frage ich mich immer, warum gibt es sowas überhaupt? Das ist auch irgendwie so doof. Warum ist das überhaupt so? Warum? Das verstehe ich irgendwie nicht. Setzt du was ein? Nee, aber der kann wahrscheinlich reingehen. Oh, doch nicht. Gut, Verteidiger. Gut. Gut. Komm schon, nehmt euch den Ball ab. Jetzt muss ich wieder aufs Spiel konzentrieren. Und passt du jetzt genau? Nee. Gut. Gut. Wäre auch wieder eine Verarsche, wenn wieder genau zum Spieler geht, der Ball. So. das finde ich immer irgendwie so doof, diese Erklärung. Staatsgeheimnis, das darf nicht, weil sonst, ja, es gibt sicher Taten von Politikern oder was auch immer,
wenn das rauskommt, dass da irgendwie eine Panik oder irgendwie sowas entsteht. Da kann ich schon verstehen. Deswegen starte ich ein. Und schon wieder dieses Scheiß Aber. Das regt mich schon sowas von auf. Komm schon. Aber wenigstens kannst du jetzt keine Technik einsetzen. Das ist ja mal was. Weil die sollen ehrliche Arbeit leisten und dann brauchen sowas nicht fürchten, wenn einmal was rauskommt. Das ist so einfach eigentlich. Aber nee, da sieht man auch wieder, wie verlogen die Welt eigentlich ist. Die Politik, was da eigentlich immer vonstatten geht. Und natürlich sowas. Na. No. Genau wie das, so eine Verarsche ist das. Da kann man eigentlich nichts mehr glauben, was offiziell bestätigt wurde immer in den Medien und sowas, weil ist wahrscheinlich genau das Gegenteil, was da irgendwelche Politiker oder wer auch immer da offiziell immer bestätigt. Das, naja. Und es ging halt im Artikel eher so um Attentate und irgendwelche andere Politiker und sowas. Wer da eigentlich wirklich dahinter steckte und sowas. Jetzt haben die schon wieder den Ball. Und natürlich geht das durch. Ah. Also so welche Spiele, so welche Ereignisse. Auch das jetzt, dass ich Spieler anwerben musste und das dauerte. Das hat ziemlich lang gedauert. Sowas nervt. Das nervt. Komm schon. Natürlich geht's rein. Der wäre vielleicht wäre da rausgegangen, vielleicht dann die Latte. Das sieht man jetzt nochmal. Nee, lassen wir das jetzt. Bevor. Na, erneut ansehen. Das sieht man eh. So. Na, jetzt sieht man nichts. Oder wo der Schuss hingegangen wäre. Da, der wäre rausgegangen. Und da geht er auf einmal rein. Das ist auch irgendwie so eine Verarsche. Warum geht der dann rein? Da, seht ihr das? Der wäre an die Latte gegangen, sieht man jetzt klar und deutlich, aber er ging rein. Das ist so eine Verarsche. Das regt mich auch so auf. Ja, ich bin unvorbereitet, aber sowas ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Das ist egal, ob ich jetzt vorbereitet bin oder nicht. Das ergibt keinen Sinn. Na und natürlich geht's jetzt raus und alle Spieler laufen dann davon vom Ball, anstatt hinzugehen. Ich möchte wenigstens den Ausgleich erreichen. So. So, jetzt die decken die Spieler, du nach hinten, bevor du wieder nach hinten passt. Obwohl, bei Einwürfen ist das, glaube ich, nicht so. Aber schauen wir mal. Kommt schon, nehmt den Ball ab, ihr seid zu dritt. Aber nee. Nee, warum auch? So, ihr seid zu zweit. Nee, nee, warum auch? Ach man, jetzt beginnt das Rage schon wieder. Das Rage. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin jetzt doch froh, dass ich mich entschieden habe, die Touren als Bonus zu bringen. Dass ich mich vorbereiten kann, dass so eine Scheiße nicht mehr passiert. Naja, passiert wahrscheinlich trotzdem, auch wenn ich überlevelt bin. Aber nicht mehr so offensichtlich, dass man da keine Chance hat. Weil, wären wir vors Tor gekommen, hätten wir eine Chance gehabt, irgendwie Tore zu schießen. Mit Excel oder sowas, aber wir kamen nie so weit wegen aber ich höre jetzt lieber auf, bevor ich noch weiter rumrage. Ich hole die beiden Spiele nach und dann geht's im nächsten Part. Man sieht's zwar nicht, aber nach diesem Match rechts und nach diesem Match rechts weiter. Und die zwei Spiele hole ich jetzt nach, dann offscreen. Gemütlich kann ich mir dann das machen da auf der Couch und muss dann nicht mehr vor dem PC sitzen. Das kommt ja auch dazu. Da kann ich mich nicht gemütlich irgendwo hinschmeißen und zocken, sondern muss vor dem PC sitzen. Naja, das ist jetzt nicht das ungemütlichste ever, das zu sitzen, aber es ist doch angenehmer, wenn man auf der Couch sitzt oder sowas und nicht irgendwie sowas vor der Nase picken hat. Nur mal, dass ihr euch das bewusst seid, ne? Naja, aber nächsten Part geht weiter und dann im übernächsten Part geht's auch weiter und dann ist es zu Ende alles. Naja, also Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal.
und wagt alle schön herum. Ist eigentlich besser, alles rauszulassen. Heißt jetzt nicht andere verprügeln, weil ihr irgendwie wütend seid. Aber einfach so wagen, so Shit-Talk. So, was ich eigentlich jetzt auch die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe mich dauernd aufgeregt. Mir egal, ob es euch stört oder so. Das muss einfach raus. Besser als das, den ganzen Frust hineinzufressen in sich selber. Einfach raus. Das ist das Beste. Und der Part wurde jetzt 1 Stunde 10 Minuten lang. Und der eigentliche Part geschnitten ist ungefähr 40 Minuten. 20 Minuten offscreen, was er rumgetut. Hey. Naja. Aber tschüss, Leute. Macht's gut.